Hallo ihr Lieben, ja herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mein Kinderwunschklinik-Update Hashtag 2. Wir hatten ja gestern unseren ersten Termin und ich hatte ja gesagt, dass ich mich auf jeden Fall melde, um zu berichten, wie der gelaufen ist. Ja, würde ich sagen, wir legen los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, also als allererstes möchte ich mich gerne bei euch entschuldigen. Ich hatte natürlich gesagt, dass ich sofort nach dem Termin ein Video mache. Allerdings war ich gestern echt ein bisschen kaputt. Wir mussten halt eine Stunde hinfahren, eine Stunde zurück. Wir hatten hier 35 Grad. Dann war ich ein bisschen enttäuscht auch von dem Termin und hatte gestern, also ehrlich gesagt, dann keine große Lust mehr, noch ein Video zu machen. Ja, heute geht es mir besser. Ich musste das alles mal so ein bisschen sacken lassen. Und jetzt bin ich heute bereit, euch dann zu erzählen, wie es gestern war. Ja, also den Termin hatten wir ja gestern um 11:40 Uhr. Ja, wir mussten dann mit Navi dahin fahren, weil wir auch nicht wussten, wo genau das ist. Haben uns dann natürlich auch verfahren, weil ich aus Versehen die falsche Adresse genannt habe. Aber wir haben Gott sei Dank noch Glück gehabt. Wir waren fast pünktlich, also wir waren nur 5 Minuten zu spät. Ja, mir ging es gestern Morgen schon den ganzen Vormittag, also mir ging es gestern den ganzen Vormittag sehr schlecht. Ich hatte furchtbare Bauchschmerzen, ich war total nervös, je näher der Termin kam. Ich hatte Durchfall, also ich war bestimmt 5 oder 6 Mal auf Toilette, weil ich so aufgeregt war. Das hatte ich das letzte Mal in der Schule, beziehungsweise hatte ich das letzte Mal vor meiner Examensprüfung, dass ich mich wirklich so verrückt gemacht habe, dass ich kaum von der Toilette runtergekommen bin. Naja, ich habe dann einfach gedacht, so, ich meine, jetzt müssen wir da durch. Dann sind wir dann auch frühzeitig losgefahren. Wie gesagt, wir waren 5 Minuten zu spät. Und je näher wir zu dieser Klinik gekommen sind, desto mehr Bauchschmerzen habe ich bekommen. Also ich glaube, wenn ich meinen Puls gefühlt hätte, der wäre bestimmt sehr, sehr hoch gewesen. Ja, wir sind auf jeden Fall da angekommen. Dann, also fand ich schon so, eigentlich sah es sehr, sehr freundlich aus. Und man fühlte sich auch direkt irgendwie wohl. Also es war so ein bisschen so familiär, etwas persönlicher. Also nicht, wie man sich so ein Krankenhaus vorstellt, sondern es war schon eigentlich, also man hat sich direkt wohl gefühlt. Wir mussten dann vorne an der Anmeldung unsere Versicherten, also Krankenversichertenkarte abgeben, unsere Überweisungen und die Befunde, die wir mitbringen sollten. Und dann hat man uns dann, also jeder von uns hatte dann noch so einen Fragebogen bekommen, also mein Mann einen und ich einen, auf dem halt verschiedene Fragen standen, die wir dann im Wartezimmer beantworten sollten. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Das waren jeweils so eine Doppelseite, aber trotzdem sehr, sehr viele Fragen. Also doch, also das war schon, ja, es hat schon ein bisschen gedauert, bis wir fertig waren. Die wollten dann so Sachen wissen wie, ja, wie alt man ist, wie lange man verheiratet ist, wie lange man schon probiert, schwanger zu werden, ob es irgendwelche Vorerkrankungen gibt, ob man Medikamente nehmen muss, wie lange wir schon probieren, ein Kind zu bekommen. Hat das schon gesagt? Dann, ob wir rauchen, wenn wir rauchen, wie viel wir rauchen, ob wir Alkohol trinken, wenn ja, wie viel trinken wir. Gab es schon mal irgendwelche Behandlungen? Jetzt speziell wegen dem unerfüllten Kinderwunsch, was schon alles unternommen wurde vom Frauenarzt oder auch vom Urologen, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt, ob man Beschwerden hat, ob man ja Schmerzen hat, wie der Zyklus so ist, ob er regelmäßig ist, also wie lang der ist, dann musste man halt die Tage eintragen, ob man schon mal eine Fehlgeburt hatte, ob man schon Kinder hat, wenn ja, wie viele und ob die dann auch von dem Partner sind, mit dem man halt jetzt da die Kinderwunschklinik aufsucht. Ja, Medikamente habe ich glaube ich schon gesagt. Ob irgendwelche Operationen, ob man einen Kaiserschnitt hatte. Ja, all sowas. Bei meinem Mann wurde dann auch gefragt, ob er schon mal irgendwelche Entzündungen im Urogenitaltrakt hatte, also weiß ich nicht, Prostataentzündung, Harnwegsinfekte, Blasenentzündung, ich glaube auch irgendwas mit Samenleiter, ob da mal was war, ob er Mumps hatte als Kind, ob ihm aufgefallen wäre, ob sein, also ob
sein Sperma sich auffällig verändert hätte, ob er schon mal beim Urologen war, ob er ein Spermiogramm hat machen lassen und all sowas halt. Ja, also so ziemlich, also man musste sich quasi bis auf die Unterhose ausziehen und wirklich so Rede und Antwort stehen. Ich sag mir aber, das fand ich eigentlich gar nicht schlimm, weil desto detaillierter und genauer man nachfragt, desto eher kann man natürlich auch eine Behandlung auf die Person abstimmen. Also das war jetzt okay. Ja, dann, also dann haben wir dann die Bögen ausgefüllt und dann habe ich die vorne wieder zur Anmeldung gebracht. Und dann kam auch schon die Ärztin und hat uns reingerufen. Auch sehr sympathisch, also ja, also ganz nett, sympathisch. Hat dann auch gemeint, ob wir irgendwas erzählen möchten zuerst oder ob sie halt fragen soll. Und dann habe ich dann halt erzählt, dass wir schon seit 5 Jahren versuchen, noch ein drittes Kind zu bekommen. Ich beim Gynäkologen schon so einige Untersuchungen hinter mich gebracht habe, um herauszufinden, warum es nicht funktioniert. Mein Mann dann auch schon ein Spermiogramm hat machen lassen. Und wir einfach nicht wissen, woran es liegt, dass es einfach nicht funktioniert. Ja, sie hatte dann die ganzen Befunde durchgeguckt, also meine Befunde durchgeguckt und dann auch zwischendurch mal so ein paar Fragen gestellt, ob ich meinen Eisprung merken würde, ob ich ihn regelmäßig habe, ob ich einen regelmäßigen Zyklus habe, ob der Zyklus vielleicht mal anders war, ob er sich so ein bisschen geändert hat, ob ich irgendwelche Beschwerden hätte, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, oder sonst irgendwie Beschwerden, die halt nicht normal sind. Wie alt meine Kinder wären, ob es bei den Schwangerschaften recht schnell geklappt hat oder ob das da auch länger gedauert hätte. Also alle solche Fragen. Und ja, sie hatte dann, wie gesagt, auch meine Befunde durchgelesen und war auch ganz positiv überrascht, dass mein Frauenarzt eben schon alles abgeklärt hatte und bei mir laut dieser Ärztin und eben auch laut meines Gynäkologen ist bei mir alles in Ordnung. Also gar nichts spricht gegen eine Schwangerschaft. Also, dass ich halt schwanger werden kann. Ja, sie sagte jetzt nur, bei der Bauchspiegelung hätte man eben auch ein paar Verwachsungen festgestellt. Gut, das liegt aber auch daran, ich hatte einen Kaiserschnitt, man unterschreibt das ja auch, wenn man diesen Kaiserschnitt machen lässt, dass dann eben so Verwachsungen auftreten können. Ich meine aber, dass der Arzt im Krankenhaus auch sagte nach der Bauchspiegelung, dass da Verwachsungen waren und die halt schon versucht haben, die irgendwie zu lösen. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz so sicher. Dann hatte ich ja die Endometriose und hat sie gefragt, ob ich jetzt auch irgendwie wieder so Beschwerden hätte, die eben auf eine Endometriose hindeuten könnten, weil ja die Bauchspiegelung jetzt ein Jahr her ist und hat ja schon mal gesagt, ne, dann kann sich das ja immer wieder neu bilden. Habe ich gesagt, nein, ich habe keine Beschwerden, die jetzt auf Endometriose hindeuten würden. Ich würde mich eigentlich ganz gut fühlen, bis auf meine PMS, also dass ich halt vor meiner Menstruation immer sehr leide. Und eben die Tatsache, dass ich einfach nicht weiß, warum ich nicht schwanger werde. Ja, sie hatte dann mal so durchgeguckt und dann auch mit meinem Mann noch gesprochen. Und ich war dann auch so ein ganz kleines bisschen abwesend. Ich weiß nicht warum, aber ich war dann so in meinen Gedanken mal wieder. Ja, sie hatte ihn dann auch gefragt, wie denn das Spermiogramm gewesen ist, weil mein Mann hat nämlich die falschen Befunde angefordert bei seinem Urologen. Also die Ärztin in der Kinderwunschklinik konnte jetzt mit den Befunden, die mein Mann da mitgebracht hat, leider nichts anfangen. Deswegen konnte sie jetzt nicht genau sagen, ob es eben eventuell an meinem Mann liegt, dass man da irgendwas machen muss, damit das wieder funktioniert, also damit das funktioniert. Ja, also wir sind dann quasi unterm Strich da rausgegangen, ohne jetzt wirklich irgendwas zu wissen. Ja, wir haben jetzt am 19.07. wieder einen Termin. Bis dahin soll mein Mann auf jeden Fall die richtigen Befunde bei seinem Urologen anfordern, dass wir dann über eine ja, speziellere Behandlung sprechen können. Also damit sie halt weiß, also wie die Behandlung abgestimmt werden muss, auf was, also was das Problem ist. Ja, sie sagte dann auch, also weil wir zum Beispiel für das erste Kind, für meinen großen Sohn, haben wir 2 Jahre gebraucht, für den zweiten fast 4 Jahre. Ja, und jetzt halt 5 Jahre. Wäre es wohl so, also sie würde mich so einstufen, dass ich generell einfach Schwierigkeiten habe, schwanger zu werden. Allerdings liegt das nicht an mir. Wie gesagt, bei mir ist alles in Ordnung. Die Hormone sind vollkommen in Ordnung. Sie sagt also, das sind wirklich vorbildliche Werte.
Und auch bei der Bauchspiegelung ist ja gar nichts Besonderes rausgekommen. Sie haben die Eileiter überprüft, die sind durchgängig. Da ist nichts, was eben gegen eine Schwangerschaft sprechen würde. Oder dagegen, dass man halt, dass ich schwanger werde. Ja, das Problem ist halt jetzt einfach, das ist nämlich auch der Grund, weswegen ich dann gestern ein bisschen enttäuscht war, dass mein Mann die falschen Befunde mitgenommen hat und wir somit ja jetzt eigentlich nur 3 Wochen verschenken, aber eben wieder 3 Wochen warten müssen zum nächsten Termin und dann halt endlich so richtig starten können. Das ist so das, was mich so ein bisschen, ja, da war ich eben einfach enttäuscht. Wirklich, ich war auch sauer. Also, weil ich hatte ihm extra gesagt, bring bitte die und die Befunde mit. Ich meine, das muss ja auch jedem einleuchten, dass die Ärztin wissen will, wie viel Sperma, also wie viele Spermien da sind, ob die Beweglichkeit stimmt. Irgendwie, also da gibt es ja so bestimmte Sachen, die dann halt interessant sind, ne? Um zu gucken, woran es liegt. Ja, da war ich echt sauer. Also, ich glaube, mein Mann hat das dann auch gemerkt. Schaut dann auch irgendwann, war ich froh, wie wir dann da auch fertig waren mit dem Gespräch. Ich hätte ihn am liebsten in die Luft zerrissen. Mein Mann, gut. Ja, ich meine, er hat da halt nicht so viel Ahnung von. Wie gesagt, ich habe ihm gesagt, was wir brauchen. Er sagt, er hat das so dem Urologen gesagt und der Urologe hat ihm das fertig gemacht. Ja, ich weiß jetzt nicht, liegt es am Urologen? Hat der irgendwie einen schlechten Tag gehabt und wusste nicht, was genau er damit vorhat, oder hat mein Mann es wirklich irgendwie ein bisschen vertrödelt, verdaddelt, keine Ahnung. Ja, allerdings, bevor wir zur Kinderwunschklinik gefahren sind, hatte mein Mann ja schon mal wieder eine Probe abgegeben und es ist wohl so, dass sie halt etwas beeinträchtigt sind aufgrund von Bakterien, wo aber keiner sagen kann, wo genau die herkommen. Er hat jetzt wieder Tabletten bekommen. Das hatte der vor dem ersten Kind und auch vor dem zweiten Kind auch gehabt, dass er Tabletten nehmen musste. Wir hoffen jetzt, dass das mit den Tabletten einfach wieder in Ordnung kommt. Wenn es so ist wie bei den ersten beiden Kindern, dann könnte es sogar sein, dass wir eventuell gar nicht mehr eine Behandlung in der Kinderwunschklinik brauchen. Sage ich jetzt mal so. Ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber bei den anderen beiden Kindern war es eben auch so. Er hat dann halt eine Probe abgegeben, dann war irgendwas, er hat Tabletten bekommen und ich glaube, den Zyklus danach hat das dann schon direkt geklappt. Gut, wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das jetzt auch so ist. Aber wir haben ja eben noch die Option der Kinderwunschklinik, falls das dann jetzt nicht funktioniert. Und wir werden auf jeden Fall am 19.07. da auch hinfahren. Sie sagte jetzt schon, dass es wahrscheinlich, wenn jetzt bei meinem Mann dann durch die Tabletten wieder alles in Ordnung ist, es darauf hinauslaufen wird, dass ich wahrscheinlich ein Medikament einnehmen muss, das den Follikel so ein bisschen stimuliert. Quasi wird dann da so ein künstlicher, also künstlich wird der Eisprung ausgelöst, obwohl ich den ja regelmäßig habe und ja auch immer weiß, wann. Aber sie möchte das dann wahrscheinlich so machen. Es sei denn natürlich, dass die Spermien von meinem Mann eben durch diese Tabletten jetzt nicht, also die Bakterien nicht weg sind, dann muss man vielleicht irgendeine andere Behandlung in Erwägung ziehen. Ja, so sieht's aus. Ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, weil ich weiß, dass ich noch Kinder kriegen kann. Und ich bin jetzt auch ein bisschen positiver gestimmt. Ja, wie soll ich das erklären? Also ich weiß, wir sind da in guten Händen und es wird uns auf jeden Fall versucht zu helfen. Also man versucht uns auf jeden Fall zu helfen. Ich bin total bekloppt. Das finde ich ganz gut. Natürlich wissen wir jetzt noch nicht, wie es ausgehen wird, weil sie sagte auch, ich bin 35 und das wird halt schwierig dann mit der Schwangerschaft, also schwanger zu werden. Und man hat halt jetzt auch nicht mehr ewig Zeit. Man muss halt jetzt schon gucken, dass es in der nächsten Zeit dann passiert. Und sie würde eben alles Mögliche ausprobieren, beziehungsweise genau das versuchen zu machen, dass wir halt ganz bald schwanger sind. So sieht's aus. Wie gesagt, jetzt heißt es wieder ein bisschen abwarten, aber mein Zyklus geht ja sowieso weiter. Das heißt, wir werden da jetzt keine Abstinenz einführen, sondern es einfach so machen wie sonst auch. Und dann einfach mal gucken. Ich meine, wir müssen uns da jetzt nicht nur auf die Kinderwunschklinik verlassen, weil am 19.07. da ist dann mein jetziger Zyklus schon zu Ende und der nächste ist schon mitten, also Mitte Zyklus. Das heißt, wir können dann sowieso noch nicht mit der Behandlung starten. Heißt eben auch, dass wir halt jetzt den nächsten Zyklus, der jetzt als nächstes kommt, ja ganz normal nutzen wie sonst auch.
ohne irgendwelche Sachen, die wir beachten müssen, und dann einfach mal gucken, was unterm Strich dabei rauskommt. Wer weiß, ich habe jetzt so ein bisschen den Druck so ein bisschen fallen lassen. Das heißt, ich weiß, dass, ja, wenn es eben nicht funktioniert, dass da jemand ist, der uns helfen kann. Vielleicht macht mich das ein bisschen entspannter, und wer weiß. Na? Wer weiß? Wer weiß? Ja, ich möchte mich noch ganz schnell, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei 15 Minuten, so lange wollte ich eigentlich gar nicht quatschen. Ganz schnell nochmal bei allen bedanken, die mir so fest in die Daumen gedrückt haben und nach meinem Gedanken- und Sorgenvideo so versucht haben, wieder mit so lieben Worten mich ein bisschen aufzumuntern. Ich kann mich halt immer wieder nur dafür bedanken. Ich finde das ganz, ganz toll. Trotzdem war ich sehr, sehr, sehr nervös. Aber jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Und ja, ganz kurz noch, schon wieder ganz kurz. Ja, ich habe jetzt Urlaub. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub. Das heißt, ich habe eben auch viel, viel Zeit, um Videos zu machen. Und ich sage euch, ihr müsst da durch, ne? Also wenn jetzt fast täglich Videos von mir kommen, dann müsst ihr einfach durch. Es tut mir leid, aber ne, wenn ich Langeweile habe, Kamera raus. Mir fällt schon irgendwas ein, was ich drehen kann. Und dann, ja, seid ihr gefragt, ne? Ihr müsst dann gucken. Also, falls ich nerve in den 2 Wochen, es tut mir leid, die Zeit geht aber auch wieder vorüber. Das nächste Kinderwunschklinik-Update gibt es dann in 3 Wochen. Also am 19.07. haben wir den Termin. Entweder schon am 19. oder am 20. Ich gucke dann einfach mal, wie es mir ist. Und ansonsten, wie gesagt, in den nächsten 2 Wochen werde ich euch wahrscheinlich bombardieren mit Videos. Wie gesagt, ihr müsst es einfach überstehen. So, ich sage jetzt mal ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Bei uns haben sie mal wieder Regen angesagt. Leider. Ich hoffe, dass trotzdem in meinem Urlaub irgendwann mal ein paar Tage kommen, wo ich nochmal in die Sonne kann. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also bis dahin. Tschüss.